Hallo und herzlich willkommen zu Fröhlich TV aus meiner kleinen, aber feinen Küche. Ich bin der Valentin und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich ein weiteres Rezept vorstellen, und zwar ein Frühstücksrezept, vegan und glutenfrei wie immer. Es handelt sich heute um Bananen-Haferflocken-Pfannkuchen und ihr braucht tatsächlich nur drei Zutaten dazu. Und hier stehen sie auch schon, die drei Zutaten. Wir brauchen einmal Haferflocken. Ich habe Bio-Haferflocken von Alnavit, die sind glutenfrei. Eine Banane und Hafermilch oder eine andere Pflanzenmilch bzw. Pflanzendrink. Dann kann es auch schon an die Zubereitung gehen. Wir brauchen 100 Gramm Haferflocken, die werde ich erstmal mahlen. Das wäre geschafft. Die gemahlenen Haferflocken kommen in einen Behälter. Dann kommt eine Banane hinzu. Und das Ganze wird mit 200 Milliliter Haferdrink aufgefüllt. Damit ihr auch etwas Gesundes zum Draufstreichen habt, habe ich mir überlegt, dass wir eine gesunde Nutella-Alternative zubereiten. Dafür braucht ihr einmal Kakaopulver, Kokossahne oder Hafersahne, es geht auch Kokosmilch aus der Dose, entweder getrocknete Datteln oder Dattelsirup. Es eignen sich auch Medjool-Datteln besonders gut dazu. Leinsamen. Eventuell etwas Kokosmehl, muss aber nicht sein. Und entweder Haselnüsse oder Mandeln oder andere Nüsse, die ihr gerade da habt. Als erstes werde ich die Nüsse etwas fein mahlen, zusammen mit den Leinsamen. Das Ganze kippe ich in einen hohen Behälter. Hinzu kommt als erstes die Kokosmilch. Um die Konsistenz etwas flüssiger hinzubekommen, können wir immer mit einem Pflanzendrink auffüllen. Etwas Dattelsirup oder Datteln zum Süßen und Kakaopulver. Bevor ich das mixe, verrühre ich das mit einem Löffel. Eventuell etwas nachsüßen. Und dann können wir das Ganze schon pürieren. Fertig ist die gesunde Schokocreme. Gleich im Kühlschrank wird sie noch etwas fester werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch mit Mandelmehl oder Leinsamenmehl oder mit Kokosmehl das Ganze etwas fester machen. Wenn das Fett schön heiß geworden ist, dann gieße ich die erste Portion hinein. Wenn ihr merkt, dass der Rand sich allmählich bräunt, dann könnt ihr schon mal schauen, ob es locker ist und ob ihr es wenden könnt. Mal sehen, ob es gelingt. Jawohl! Da sind sie auch schon, die fertigen Pfannküchlein. Und hier habe ich die selbstgemachte gesunde Schokocreme. Die ist tatsächlich etwas fest geworden im Kühlschrank, aber genau so wollte ich sie haben. Und
Die schmecken wirklich richtig gut, die Pfannküchlein. Vor allem mit der selbstgemachten Schokocreme. Und die sind sehr gut gelungen. Ich finde auch für Anfänger bestens geeignet. So sieht das aus. Ein richtig gesundes, gutes Frühstück. Alle Rezepte, die ihr hier auf diesem Kanal finden werdet, eignen sich für eine glutenfreie, vegane Ernährung und für eine Darmsanierung, die ich bald hier auf diesem Kanal vorstellen werde. Ich freue mich darüber, wenn ihr diesen Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt und vor allem auch einen Kommentar hinterlässt. Bis bald, dein Valentin.